Hallo, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute mit diesem Video der besonderen Art. Denn heute, wie du siehst, ein Sternzeichen-Video aus einem anderen Format. Lieber Fisch, fühl dich willkommen. Wir schauen jetzt für dich im Monat Juni. Was erwartet dich in diesem Monat? Und wenn du natürlich auch noch deinen Aszendenten, dein Mondzeichen oder dein Venuszeichen kennst, umso besser, dann empfehle ich dir, schaue dir das auch unbedingt an, um wertvolle Hinweise für dich zu erlangen. Wenn du jetzt für jemand anderen schaust, ist auch wirklich wichtig, dass du auch den Aszendent, den Mondzeichen, Venuszeichen anschaust und dass du da auch wirklich ein gesamten Bild auch für den Monat Juni bekommst. Was ist wichtig hier für dich zu wissen, dass du eine Grundoffenheit mitbringst, dass du dich öffnest, dass ich mit meinem höheren Selbst, mit dir, mit deinem höheren Selbst verbinden kann und dir die Botschaften rüberbringen kann. Schließe dabei deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale ein. Was sollst du im Monat Juni wissen? Wunderbar! Also, für dich, lieber Fisch, kommt im Monat Juni ganz, ganz viel, 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 viel Gefühl. Also entweder für die Liebe oder in Arbeit oder in deinem Privatleben. Also alles, was du machst, wirst du mit Gefühl machen. Dir wird auch unglaublich viel Gefühl entgegengebracht. Also es kommt jemand dir entgegen, der dir den Kelch reicht. Jemand, der vielleicht schon dein Traummann, also wo wirklich sehr viel Respekt, sehr viel Gefühl für dich bereit hat. Der also unglaublich viel auch hier für dich auch wirklich präsentiert. So nehme ich das jetzt hier wirklich wahr. Und das ist jetzt so dein Tenor. Jetzt schauen wir mal, wie entwickelt sich das, liebe Fisch, für dich im Monat Juni. Also ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen verträumt bist. Wichtig ist, dass diese verträumte Energie auch wirklich loslässt und auch dadurch nicht die Chancen verpasst. Vielleicht bist du so verträumt in deinen Gedanken oder vielleicht auch so ein bisschen beleidigt oder manchmal auch so ein bisschen in dieser Opferhaltung und bedauerst dich ein bisschen selber. Da sollst du wirklich aus dieser Energie komplett rauskommen, weil ich nehme das jetzt hier wahr, dadurch, dass könntest du wirklich richtig wertvolle Chancen verpassen. Wichtig wäre, dass du wirklich im Flow bist, dass du dich führen lässt, dass du dich leiten lässt und schon entwickelt sich das auch unglaublich positiv dann auch für dich. Und wichtig ist dabei, dass du auch jetzt in dieser Zwischenzeit, vielleicht auch vom Mai, der Wechsel im Juni, soweit ich das jetzt hier sehe, dass da auch hier, dass du in deine Kraft, vollkommen in deine Kraft dich begibst, dass du einen besonderen Zugang hast, auch zu der Erde, aber auch zum Universum. Das symbolisiert hier diese männliche und weibliche Kräfte miteinander zu verbinden, aber nicht nur das, sondern auch wirklich angebunden zu sein zwischen Himmel und Erde. Du als Fisch bist unglaublich spirituell. Für dich ist eine hohe Anbindung sehr, sehr wichtig, denn dann kann auch wirklich das Gefühl bei dir fließen. Dann kann auch wirklich bei dir nicht nur das Gefühl fließen, sondern deine Intuition kann sich am allerbesten entfalten. Dann kannst du auch die beste Botschaft natürlich auch rüberbringen. Und wenn du gerne auch für die Kartenlegen schwärmst und gerne auch bei meinem Card Reader Workshop dabei sein möchtest, dann verliere keine Zeit, denn direkt zu Beginn des Monats am Pfingstwochenende ist es denn soweit. Du findest alle Informationen in der Infobox auf meiner Webseite unter Seminare und Mentoring.
Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und sei dabei. Ich habe das Gefühl, dass du, lieber Fisch, also wirklich in diese Herrscherkraft kommen wirst im Monat Juni. Und das ist großartig, weil du bist wirklich verbunden mit dir. Ich habe das Gefühl, dass du auch wirklich spirituell auch wirklich nochmal eine Entwicklung machst, dass du auch diese Zwischenzeit, auch diese Übergang in der nächste Dimension auch wirklich wunderbar schaffst, dass du auch mutig bist, dass du die Dinge in Hand nimmst, ja, dass du auch wirklich mit Leidenschaft auch bei den Sachen dabei bist, dass du Dinge angehst, dass du ja nicht nur deine Intuition, auch die nötige Kraft und Mut auch hast, wenn du jetzt hier dieses tolle Gefühl auch bei dir wahrnimmst, ja, auch dass jemand dich toll findet, das gibt dir so einen Aufschub und das ist großartig. In der Liebe gibt dir das natürlich auch wieder eine Anerkennung und eine Wertschätzung und ja, dieses Gefühl ist einfach cool, einfach wunderbar und das verhilft dir dabei auch wirklich dein eigener Herrscher zu sein und das finde ich großartig. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar sehr. Ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Mal dabei bist, über Like, Kommentar, über dein Abo, über eine persönliche Beratung oder halt auch über eine Anmeldung für eine Persönlichkeitsentwicklung in meinem Coaching-Programm. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dankeschön und sei das nächste Mal dabei. Ich sage bis ganz, ganz bald.